Heute für euch 5 Zaubersprüche, die mächtiger sind als Avada Kedavra. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit 5 beeindruckenden Zaubersprüchen aus der magischen Welt von Harry Potter beschäftigen. Bevor wir jedoch beginnen, möchte ich betonen, dass es sich hierbei nicht um irgendeine Auswahl an Zaubersprüchen handelt. Es geht um 5 der mächtigsten und zerstörerischsten Zaubersprüche, die jemals in der Zaubererwelt bekannt wurden. Sie sind so intensiv, dass selbst der berüchtigte Todesfluch Avada Kedavra im Vergleich dazu beinahe harmlos erscheint. In der Welt der Zauberer kann Magie vielfältig eingesetzt werden, von simplen Alltagshilfen wie dem Putzen von Fenstern bis hin zum Öffnen verschlossener Türen oder der Fähigkeit zur Teleportation. Eine der zentralen Anwendungen von Magie in einer oft unsteten Zaubererwelt, die regelmäßig von dunklen Zauberern heimgesucht wird, ist zweifellos die Kampfmagie. Hierbei geht es darum, Magie für den Kampfeinsatz zu nutzen. Im täglichen Leben mag Kampfmagie nicht unbedingt erforderlich sein, aber es ist sicherlich vorteilhaft, auf mögliche Bedrohungen durch Todesser oder Anhänger dunkler Magie vorbereitet zu sein. Dies dürfte einer der Hauptgründe sein, warum einige der mächtigsten Zauber überhaupt entwickelt wurden. Lasst uns direkt in 5 davon eintauchen, die vermeintlich sogar mächtiger sind als der Todesfluch Avada Kedavra. Nummer 5. Sectum Sempra. Sectum Sempra ist ein Zauberspruch in der Welt von Harry Potter, der von Severus Snape entwickelt wurde. Er wird im 6. Buch Harry Potter und der Halbblutprinz eingeführt. Der Zauberspruch verursacht scharfe Schnitte auf dem Ziel und wird von Harry Potter gegen Draco Malfoy in einem Duell eingesetzt, ohne dass Harry Potter die genaue Wirkung des Zaubers kennt. Die Anwendung von Sectum Sempra führt zu schweren Verletzungen bei Draco und verschärft die Spannungen zwischen den Charakteren. Der Vorfall zeigt die zunehmend gefährliche Natur der Magie, die in der Zaubererwelt existiert. Der Zauber ist sehr brutal und lässt das Opfer ausbluten, wenn es nicht behandelt wird. Das grenzt schon irgendwie an Folter und deshalb steht er auf der Nummer 5 dieser Liste. Über die genaue Wirkung des Zaubers und die Entstehung habe ich schon einmal ein Video gemacht. Schau dort gerne mal vorbei, wenn dich das interessiert. Nummer 4. Confringo und andere Sprengzauber. In der Welt von Harry Potter existiert eine Palette von Sprengzaubern, also Zaubersprüchen, die beim Auftreffen eine Explosion auslösen. Zu diesen Zaubern gehört Reductio, Confringo und Bombarda. Jeder dieser Zauber kann erheblichen Schaden anrichten, insbesondere wenn er gegen Lebewesen gerichtet ist. Es gibt jedoch markante Unterschiede zwischen diesen Zaubern, wobei einer besonders heraussticht. Reductio erzeugt präzise und zielgerichtete kleinere Explosionen und wird häufig verwendet, um bestimmte Strukturen oder Objekte gezielt zu zerstören. Bombarda ähnelt Reductio, produziert jedoch eine größere Detonation. Bombarda Maxima repräsentiert eine fortgeschrittene Form des Bombarda, die eine noch gewaltigere Explosion hervorruft, stark genug, um massive Betonwände zu durchbrechen. Ein Beispiel für die Verwendung dieses mächtigen Zaubers ist, wie Dolores Umbridge im Orden des Phönix den Raum der Wünsche aufbricht. Der kraftvollste Sprengfluch in der magischen Welt ist zweifellos der Zauber namens Confringo. Während es sich bei Confringo um einen Sprengzauber wie die zuvor erwähnten handelt, hebt er sich durch seine Fähigkeit hervor, praktisch alles in Flammen aufgehen zu lassen. Er ist besonders effektiv gegen Feinde, die Schutz hinter Deckung suchen. Kommt dieser Zauber mit einem Lebewesen in Kontakt, ist die Zerstörung garantiert. Die beeindruckende Schadenswirkung von Confringo und seine Fähigkeit, mehrere Ziele gleichzeitig zu treffen, stellen ihn als eine noch tödlichere Kraft als Avada Kedavra dar, jedenfalls meiner Meinung. Dies ist besonders bemerkenswert, da der Avada Kedavra-Fluch von leblosen Objekten abgewehrt werden kann, Confringo nicht. Nummer 3. Feuersturm. In der Welt von Harry Potter zeigt Dumbledore wiederholt seine herausragenden Fertigkeiten im Bereich der Elementarmagie. Zwei bemerkenswerte Momente sind sein Duell mit Voldemort im Atrium des Ministeriums und die Konfrontation mit den Inferi in der Höhle. Doch unter all den beeindruckenden Zaubereien, die Dumbledore demonstriert hat, ragt ein spezieller Zauber besonders heraus, der Feuersturm, auch als Feuerseil bekannt. Der folgende Moment macht das deutlicher. Dumbledore stand auf, sein Gesicht war so blass wie das der umstehenden Inferi, doch er überragte sie alle an Größe und Anmut. Die Flammen tanzten in seinen Augen, während er seinen Zauberstab wie eine Fackel schwang. Von dessen Spitze aus breiteten sich die Flammen aus, bildeten ein gewaltiges Lasso und umhüllten alle in eine warme Umarmung.
Der Feuersturm, auch als Flammenlasso oder Feuerseil bekannt, ist eine Zaubertechnik, bei der ein imposanter Feuerring aus dem Zauberstab des Anwenders entsteht. Dieser Ring bewegt sich synchron mit dem Zaubernden und bietet somit einen effektiven Schutz vor Angreifern. Während sich der Feuerring um ihn herum bewegt, kann der Zauberer zusätzlich Flammenstrahlen oder Kugeln auf seine Feinde lenken. Diese Technik harmoniert hervorragend mit dem Zauber Partes Temporus, welcher eine Öffnung im Flammenring schafft, durch die der Zauberer sicher hindurchtreten kann. Dumbledore nutzt diese Methode, um die Legion von Inferi, die den Horcrux bewachen, abzuwehren. Selbst in seinem geschwächten Zustand war dieser Zauber mehr als ausreichend, um seine Aufgabe zu erfüllen. Tatsächlich würde ich auch die Kraft dieses Zaubers über den des Avada Kedavra-Flugs stellen. Nummer 2. Dämonsfeuer. Als nächstes betrachten wir Dämonsfeuer, einen dunklen und mächtigen Feuerzauber. Dieser bösartige Fluch erschafft verzauberte Flammen von enormer Zerstörungskraft, die alles in ihrem Bereich verbrennen können. Die durch diesen Fluch entfachten Flammen können sogar die Gestalt riesiger, feuriger Kreaturen annehmen. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch macht dies etwas klarer. Es handelt sich nicht um gewöhnliches Feuer. Crabbe setzte einen Fluch ein, von dem Harry keine Kenntnis hatte. Als sie um die Ecke bogen, verfolgten und jagten die Flammen sie regelrecht, als besäßen sie ein Eigenleben und die klare Absicht, sie zu vernichten. Das Feuer verwandelte sich in eine gewaltige Horde feuriger Kreaturen. Flammenschlangen, Chimären und Drachen stiegen empor, fielen hinab und stiegen erneut auf. Dabei schleuderten sie die jahrhundertealten Überreste, von denen sie sich ernährten, in die Höhe und verschlangen sie in einem flammenden Inferno. Tatsächlich hat Dämonsfeuer die Kraft, nahezu alles zu vernichten. Aufgrund seiner immensen Größe und Wirkung ist dieser Zauber in der magischen Welt einer der gefährlichsten überhaupt. Und auf der Nummer 1, Protego Diabolica. Schauen wir uns mal Protego Diabolica an, eine weiterentwickelte Version des an sich harmloseren Schildzaubers Protego. Während Protego in seiner Grundform einen unsichtbaren Schutzschild um den Zauberer erzeugt, der Zauberungen reflektieren kann, ist Protego Diabolica eine gänzlich andere Nummer. Dieser Zauber stellt in der magischen Welt eine der mächtigsten und zerstörerischsten Kräfte dar, die selbst den gefürchteten Avada Kedavra-Fluch in den Schatten stellt. Das erste Mal wird Protego Diabolica in Grindelwalds Verbrechen sichtbar, als Grindelwald ihn im Lestrange-Mausoleum einsetzt. Protego Diabolica kann in verschiedenen Intensitätsstufen angewendet werden. In seiner grundlegendsten Form erzeugt der Zauber einen schützenden Ring aus intensivem schwarzen Feuer um den Zaubernden. Im Film wurde dieser aus visuellen Gründen in Blau dargestellt. Dieses Feuer verbrennt jeden Feind des Zauberers unmittelbar. Interessant ist die Verbindung zu Protego, da beide Zaubersprüche Verteidigungsfähigkeiten besitzen. Doch die Fähigkeiten und Wirkungen von Protego Diabolica gehen weit über das Bekannte hinaus. Der Zauber beschränkt sich allerdings nicht nur auf einen statischen Flammenkreis, er besitzt auch eine offensive Kraft. Im Film beobachten wir, wie Gellert Grindelwald diesen Zauber wie eine aktive Waffe nutzt und Ranken aus schwarzen Flammen auf seine Gegner richtet. Diese Ranken verbrennen die Ziele in ähnlicher Weise, wie der schwarze Kreis es tut, aber über diese Ranken hinaus nimmt der Fluch eine noch intensivere Form an, indem er sich in einen feurigen, geflügelten Dämon verwandelt, der zusammen mit seinem Gefolge verheerenden Schaden anrichten kann. Es wird betont, dass wenn die Hauptfiguren aus Fantastische Tierwesen sich nicht zusammengeschlossen hätten, um diesen Dämon zu stoppen, er ganz Paris in Schutt und Asche gelegt hätte. Das erscheint mir deutlich verheerender als der Todesfluch. Und das war's mit diesem Video. Habe ich irgendwelche Zaubersprüche vergessen, die unbedingt auf diese Liste müssen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.